Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge diese Woche, in der es um die Worte geht, die wir zu uns selber sprechen, die wir aber auch zu anderen sprechen. Es geht um das gesprochene Wort und darum, dass Worte krank machen können, dass Worte heilen können, dass Worte niederreißen können oder dass Worte Dinge, Vorhaben oder Menschen aufbauen können. Worte können uns schwer oder leicht fühlen lassen und ich möchte direkt mit der Arbeit des Wissenschaftlers Dr. Masaru Emoto starten. Ich bin ein Fan von seiner Arbeit, von seinen Erkenntnissen über Wasser und Resonanz. Einfach mal Emoto googeln für alle, die ein bisschen tiefer einsteigen möchten. Aber ich werde jetzt auch ein bisschen darüber erzählen. Er hat gesagt, Wasser hat ein Gedächtnis und trägt unsere Gedanken und Gebete in sich. Da du selbst Wasser bist, werden deine Gebete, egal wo du bist, in den Rest der Welt getragen. Dr. Masaru Emoto war ein japanischer Wissenschaftler und Autor, der die Auswirkungen von gesprochenen Worten, von Worten mit unterschiedlicher Gefühlsladung und von Musik auf die Molekularstruktur des Wassers erforscht hat. Das heißt, es wurden also Worte an Wasser gerichtet. Menschen haben unterschiedliche Worte zum Wasser gesprochen, das er dann gefroren hat, ganz stark vergrößert hat und kleine Kristalle fotografieren konnten, die entweder wunderschön waren oder relativ entstellt waren. Und das hing eben damit zusammen, welche Worte zu dem Wasser gesprochen wurden. Also Worte, hat er gesagt, sind Schwingungen der Natur. Daher schaffen schöne Worte eine schöne Natur und hässliche Worte schaffen eine hässliche Natur. Das sei die Wurzel des Universums. Und er hat also Hochgeschwindigkeitsfotografie und Magnetresonanzanalyse eingesetzt, um die Veränderungen in der Molekularstruktur von Wasser zu erfassen, wenn verschiedene Klänge, aber auch eben verschiedene Worte, verschiedene Emotionen an dieses Wasser gerichtet wurden. Das Wasser mit verschiedenen Emotionen beschallt oder besprochen wurde. Und er hat herausgefunden, dass positive Worte, liebevolle Gedanken, angenehme Klänge und Gebete, wenn sie auf Wasser gerichtet waren, zur Bildung von Wasserkristallen mit wunderschönen symmetrischen Molekularstrukturen geführt hat. Und mit der gleichen Methode hat er auch das Gegenteil beweisen oder aufnehmen können, dass nämlich unangenehme Klänge, also harte Musik mit unangenehmen Songtexten zum Beispiel, harte Worte, Gedanken, die mit Emotionen wie Angst, Wut, Ekel aufgeladen sind, die haben zu Wasserkristallen oder Kristallmolekülen geführt, die ganz entstellt, verdreht, hässlich, ganz asymmetrisch waren. Und er hat gesagt, zu verstehen, dass Wasser als Feststoff, als Flüssigkeit, als Dampf, als Molekül und irgendwann auch als Licht existiert hat, das bedeutet auch, unsere eigene Natur und unsere Möglichkeiten zu verstehen, denn wir bestehen auch größtenteils aus Wasser. Er hat zum Beispiel auch eine Gebetszeremonie fotografisch begleitet und danach wurde die molekulare Struktur der Wasserkristalle des Fujiwara-Staudamms fotografiert und Dr. Emoto hat gezeigt, dass sich unreines Wasser, also mit unangenehmen und deformierten Kristallen, anschließend in Wasser mit perfekten kristallinen Strukturen verwandelt hat, die ganz symmetrisch waren und angenehm waren, wenn man sie eben mit dieser Gebets
Zeremonie und positiven Absichten und Gebeten besprochen hat. Und er hat auch daran geforscht, dass auch Musik das Wasser beeinflusst, weil eben auch mit der Musik eine bestimmte Schwingung natürlich ausgestoßen wird. Und hat eben klassische Musik genommen und die auf Wasser geschallt oder mit Wasser in Verbindung gebracht. Und dann hat er Heavy-Metal-Musik ausprobiert. Und auch hier die Ergebnisse von Dr. Emotos Musikexperimenten haben seine Arbeit bestätigt, so einer Resonanz zwischen Wasser und dem, was ihm entgegenschallt. Er hat also zum Beispiel Mozart genommen und dann Heavy-Metal-Musik genommen und konnte dann eben fotografisch erfassen, was diese verschiedenen Musikarten für Wirkung auf die Wasserproben hatten. Und Heavy-Metal-Musik mit so brutalen, unangenehmen Texten hat ganz entstellte Kristalle erzeugt, wohingegen Mozart zu wunderschönen Kristallen geführt hat. Also wenn so eine harmonische Musik auf das Wasser geschallt wurde oder wenn Worte zu dem Wasser gesprochen wurden, wie ich liebe dich, du bist so schönes, klares Wasser, ich wünsche dir Glück und Zuversicht oder was auch immer für schöne Worte da gesprochen wurden, da gibt es verschiedene Bilder, man kann das wirklich mal googeln, man kann zu verschiedenen Worten und Sätzen wirklich einzelne Fotografien finden. Und für mich gibt es da einen ganz klaren Zusammenhang. Mich hat diese Geschichte schon vor vielen Jahren berührt. Ich habe das vor 5, 6 Jahren zum ersten Mal gehört. Und es gibt aber auch aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft Kritik an seiner Arbeit, weil es eben keine klinischen Studien dazu gab. Und die Idee von Emoto oder die Absicht von Dr. Emoto war, er hat gesagt, ich glaube, meine Forschung bestätigt die Idee, dass Wasser Informationen enthält und überträgt. Und ich glaube, je besser wir das Wasser verstehen, desto mehr können wir unser Bewusstsein in andere Dimensionen ausweiten. Für mich persönlich war diese Bestätigung von unschätzbarem Wert, denn um ehrlich zu sein, konnte ich die unsichtbare Welt mit meinem eigenen Empfinden nicht wahrnehmen. Wenn Menschen von der inneren Welt unserer Psychologie sprachen, fragte ich mich, ob das überhaupt möglich ist. Aber durch diese Bestätigung, die zeigt, wie unsere Gedanken das Wasser beeinflussen, zweifle ich nicht mehr daran. Also, ich glaube, er will sagen, die Worte, die offensichtlich die Struktur, die äußere Struktur des Wassers beeinflussen, wenn ganz stark hineingezoomt wird und dann Fotos geschossen werden und wunderschöne Kristalle zum Vorschein kommen, wenn wir dieses Wasser mit schönen Gedanken besprechen. Und das, was unsere Gedanken und Worte, die wir aussprechen, in uns auslösen, in anderen Menschen auslösen, dazu, da hat er einen Zusammenhang gesehen. Worte können einen krank machen, sie können einen aber auch heilen. Sie können schwer oder leicht für uns sein. Also diese Arbeit von Dr. Emoto lässt uns vielleicht auch nochmal anders auf unser Bewusstsein, aber auch unser Unterbewusstsein blicken. Unser Unterbewusstsein ist sehr offen und beeinflussbar. Und ich finde, die Arbeit von Dr. Emoto gibt nochmal ein bisschen anders zu denken. Ich wollte eben mit dieser Folge einfach nochmal darauf hinaus, dass wir ganz viel Handlungsmacht haben, wenn es darum geht, gut mit uns selbst umzugehen, gut mit anderen Menschen umzugehen, aber auch mit uns selber. Wir haben viel mehr Kontrolle darüber, wie es uns geht, wie wir für uns selbst sorgen können, als wir uns vielleicht vorstellen können. Denn wir haben Autorität darüber, Ängste zu lindern. Wir haben Autorität darüber, gute Gedanken und gute Worte zu uns zu sprechen und uns darauf zu konzentrieren, ruhig und zuversichtlich zu sein. Und da unser Unterbewusstsein eben so beeinflussbar ist, ist es interessant, mehr darüber zu lernen, wie wir mit diesem Unterbewusstsein vielleicht kommunizieren können. Wenn wir uns vorstellen, dass unser Unterbewusstsein wie ein kleines Kind ist und unser bewusster Verstand die Eltern sind. Und dass alles, was wir sagen, je nach unseren Gedanken und Worten, entweder eine Reaktion der Angst oder der Liebe hervorruft, der Angst oder der Sicherheit. Oder eben wie bei Dr. Emoto, entweder entstellte oder symmetrische, schöne Kristalle entwickeln lässt. Würdest du dich dann nicht dafür entscheiden, freundlicher und ruhiger zu diesem Kind in dir zu sein? Um positiver zu werden, muss man nicht ändern, wer man ist, man muss kein anderer Mensch werden, sondern es geht darum, einen Teil von sich selbst vielleicht bewusster oder geduldiger oder liebevoller anzusprechen, der bereits vorhanden ist. Es geht darum, sich bewusst zu machen, dass wir auf unsere Gedanken reagieren, dass das, woraus wir bestehen, eben Flüssigkeit und letztendlich Wasser, darauf reagiert, was wir zu ihm sagen.
mit was für Worten wir uns selbst beschreiben, wir unser Leben beschreiben, dass das einen Unterschied macht. Ebenfalls wie wir mit unserem Partner, unserem Freund, unserem Kind oder mit unserem Kollegen sprechen. Auch das wirkt sich auf die Struktur, auf die Psyche, einfach auf den Menschen aus, an denen wir solche Worte richten. Die Art und Weise, wie du über dein Leben sprichst, entweder in deinem Kopf oder laut gegenüber anderen, ist im Wesentlichen eine Art, die eigene Geschichte zu erschaffen. Sowohl für dich selbst als auch für andere Menschen. Also die Worte, die wir verwenden, um uns selbst, um unsere Familie, um unseren Wohnort oder unsere Arbeit zu beschreiben, sind wichtig. Diese Worte bilden den Rahmen dafür, wie du dich selbst, wie du dein Leben, in dem du bist oder das du sogar bewusst geschaffen hast, empfindest. Wie du dich selbst beschreibst, wie du deine Familie, dein Zuhause, deine Arbeit beschreibst. Das ist letztendlich die Geschichte, die du dir, die wir uns selbst erzählen und die einen riesengroßen Einfluss auf unser tägliches Leben hat, denn sie ist Realität für uns. Es wird aber auch weiterhin Realität geschaffen, denn die Dinge, die wir denken und aussprechen und als wahr empfinden, die erleben wir auch tatsächlich. Also du erzählst dir deine Geschichte selbst. Und es macht einen großen Unterschied, was für Worte wir verwenden, wie differenziert wir Dinge beschreiben können oder für uns einordnen können. Also lasst uns jetzt heute oder in Zukunft darauf achten, eine gute Geschichte daraus zu machen, schöne Worte zu verwenden. Wenn wir viele harte Worte finden, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, ob das wirklich die Worte sind, die wir benutzen wollen, um über uns, von uns zu erzählen oder mit anderen zu sprechen. Und wenn wir uns nochmal direkt das Bild der Kristalle vor Augen rufen und wir uns bewusst machen, unsere Worte lassen auch das, was wir ansprechen, anders sich strukturieren oder sich anders formen. Lasst uns also versuchen, schöne Kristalle entstehen zu lassen und uns nicht selbst zu belasten mit schweren Worten, mit dunklen Worten, indem du zu dir oder du zu anderen abfällig sprichst. Als Menschen sind wir einzigartig in unserer Fähigkeit, uns Dinge vorstellen zu können, Dinge planen zu können, Ziele zu haben. Und wenn du jetzt mal deine Augen schließt und dir etwas vorstellst, etwas Schönes vielleicht, dich vielleicht an einen schönen Urlaub erinnerst oder einen schönen Ausflug und an das Wetter und an die Gefühle und Körperempfindungen, die an diesem Tag in dir waren, dann wird dein Körper auf die Bilder in deinem Kopf reagieren. Wie fantastisch ist das? Das, was wir denken und uns vorstellen, wirkt sich körperlich in uns, auf uns aus. Wir dürfen uns also bewusst machen, vielleicht jeden Tag bewusst machen, ganz aktiv bewusst machen, was an diesem Tag gut war, was an diesem Tag besonders war, worüber wir uns gefreut haben. Und wir erzählen vielleicht sogar unseren Familien und Freunden von diesen guten und lustigen Dingen, die uns passiert sind. Der Verstand formt Erinnerungen durch Erfahrungen. Und daher ist es absolut sinnvoll, positive Ereignisse zu würdigen, darüber zu sprechen und darauf aufzubauen. Beim Erwachsenwerden geht es ja vielleicht im Wesentlichen darum, die Macht und die Verantwortung von den Eltern damals auf sich selbst zu verlagern. Wir sind verantwortlich für unser Leben, wir sind verantwortlich für die Entscheidungen, die wir treffen und die Veränderungen, die wir vornehmen. Und es geht darum, die tatsächlichen oder vermeintlichen Verletzungen und Schmerzen, die in der Vergangenheit geschehen sind oder die Teil unserer Kindheit waren, diese mehr und mehr vielleicht sogar aktiv und aktiver loszulassen und eben zu erkennen, dass wir unsere Gefühle der Sicherheit, des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens von innen heraus kultivieren müssen, um uns sicher, um uns geborgen, um uns geliebt zu fühlen. Und dass wir dem Körper natürlich durch zum Beispiel die Körperarbeit TAE bei dieser Erfahrung helfen können, absolut, indem wir ihm eben biologisch die Möglichkeit geben, in ein Gleichgewicht zurückzufinden, zum Beispiel eben mit dem Neurogenzittern. Die volle Erkenntnis, dass wir für uns selbst verantwortlich sind und auch für den weiteren Verlauf unseres Lebens, das ist ein ganz grundlegender Schritt. Das Bewusstsein, dass wir alles haben, was wir brauchen, wenn wir erwachsen sind und dass wir auf uns selber achten können, das ist ein Bewusstsein, an dem wir vielleicht auch zu arbeiten haben oder arbeiten dürfen, dass wir in uns selbst vollständig und ganz sind.
Das kann eine große Befreiung sein und das hat große Auswirkungen. Also, negativ über sich selbst zu denken, das ist auch eine Gewohnheit. Wir sind es gewohnt, wir haben es vielleicht schon immer so gemacht oder vor allen Dingen in den letzten Jahren, wie auch immer. Allerdings können Gewohnheiten auch durchbrochen werden, auch wenn man mit Ängsten zu tun hat. Negative Selbstgespräche, also wenn der innere Kritiker alles kommentiert. Auch das ist eine Gewohnheit, der wir uns manchmal gar nicht so sehr bewusst sind. Aber wenn du deine Gedanken jetzt vielleicht ein bisschen genauer beobachtest und merkst, okay, ja, ich denke vieles, was mir vielleicht gar nicht so sehr dient, dann kannst du viel darüber lernen, wie dein Verstand arbeitet und funktioniert und welche Auswirkungen deine Gedanken auf deine Gefühle und letztendlich auf dein Verhalten haben. Das ist die Arbeit, die wir im Jahresprogramm tun. Du kannst dich, wenn dich das interessiert und du merkst, dass das deine Themen sind, gerne schon mal in die Warteliste eintragen, um als erstes die Info zu bekommen, wenn es wieder losgeht und natürlich einen guten Deal zu bekommen, wenn du damit loslegen möchtest. Wenn du dir sagst, dass du sowieso nichts gut kannst und keine Energie für nichts hast und dass du genervt, gestresst, frustriert bist mit deinem Leben, dann fühlt sich das natürlich auch so in dir an. Kommt dir das auch ein bisschen bekannt vor? Ich weiß, dass es für mich so ist. Manchmal helfen ja vor allen Dingen Parallelen oder Bilder. Wenn wir uns jetzt also nochmal vorstellen, dass unser Unterbewusstsein wie ein kleines Kind ist und unser bewusster, planender Verstand die Eltern sind und dass alles, was wir sagen, entweder eine Reaktion der Angst oder der Sicherheit in uns hervorruft, in diesem kleinen Kind hervorruft, dass unsere Worte also Spuren in uns hinterlassen, so wie wir das bei Dr. Emoto fotografisch sehen können. Können wir uns dann leichter dafür entscheiden, freundlicher und ruhiger mit diesem Kind in uns zu sein? Vielleicht stellst du dir dafür, für dieses Bewusstsein, mal ein Foto von dir als Kind irgendwo auf, wo du es jeden Tag gut sehen kannst. Und jedes Mal, wenn du dann dieses Foto siehst, wenn du dich als kleines Mädchen oder kleinen Jungen siehst, erinnerst du dich daran, dass dein inneres Kind immer noch in dir ist, dass wir immer noch auf frühe Erfahrungen reagieren, auch heute noch, dass immer noch Bedürfnisse aus dieser Zeit in uns liegen. Und vielleicht erinnerst du dich nochmal daran, wie sich das Wasser verändert, wenn du ihm liebevolle Worte entgegensprichst. Wie es sich ändert, wenn du abwertende Worte wählst. Und machst dir nochmal bewusst, unser Körper, wir bestehen auch aus Flüssigem, letztendlich aus Wasser. Und vielleicht hilft dir dieses Bild, dich leichter oder öfter oder geduldiger dafür zu entscheiden, dir selbst mit Mitgefühl und Verständnis zu begegnen und so zu dir zu sprechen, so wie du eben zu einem Kind sprechen würdest, das deine Hilfe braucht, das du nicht verletzen möchtest, sondern dem du das Gefühl geben möchtest, geliebt und geborgen zu sein, aufgehoben zu sein. Und dann beginne mehr mit diesem Bewusstsein für dich zu sorgen. Die Gewohnheit, für dich selbst zu sorgen, das ist bei der Bewältigung von Ängsten, von Unsicherheiten unerlässlich. Es gibt zum Beispiel eine Folge bei den Simpsons, an die ich mich erinnere, in der Homer sich wundert, dass sein Hund so wütend ist und so garstig ist. Und er fragt, hey, warum ist der Hund so wütend? Und Bart antwortet, weil du ihn nie fütterst, weil du nie mit ihm spazieren gehst und weil du ihn nie aufs Klo gehen lässt, weil für diesen Hund nicht gut und artgerecht gesorgt wird. Und das lässt uns vielleicht auch nochmal verstehen, dass eben unser Unwohlsein, sogar unsere Angst nicht immer unsere Schuld ist. Warum haben wir so viel mit Ängsten zu kämpfen in der heutigen Zeit, ständig eben unruhig zu sein oder tatsächlich Panikattacken zu erleben? Das ist kein Einzelfall, das erleben viele Menschen. Die Wurzeln oder, ja, nennen wir es die Wurzeln so einer Angst zu verstehen, das ist wichtig, dem Ganzen anders begegnen zu können und eben auch zu erkennen, dass es nicht unsere, dass es nicht deine Schuld ist, wenn du diese Gefühle in dir hast, sondern wir dürfen uns bewusst machen, es gibt diesen biologischen Aspekt und es gibt unsere Lebensweise, für die wir uns nicht bewusst entscheiden, sondern in die wir sozusagen, wenn wir heute leben, fast hineingeboren werden. Denn unser Körper ist darauf programmiert, zu überleben. Also unser Körper, unser System wurde so klug erschaffen, um sich so lange wie möglich am Leben erhalten zu können, selbst am Leben erhalten zu können. Und wie wir alle hast du eben auch dieses eingebaute System in dir, das dein Überleben sichern möchte und dich vor Gefahren schützen möchte. Und wenn du mit vielen Ängsten konfrontiert bist, dann ist die Angst
als allererstes ein grundlegender Bestandteil unseres Überlebens und die muss auch da sein, die muss auch aufrechterhalten werden. Die Angst braucht ihren Platz in unserem Leben, damit wir eben im Falle einer wirklichen Bedrohung oder im Falle eines Traumas über eine ganz starke Ressource diese Energie verfügen können, die bei Angst in unserem Körper ist, die uns hilft, in Zeiten von wirklicher Not irgendwie zurechtzukommen, uns retten zu können, überleben zu können. Also du hast diese starke Ressource zur Verfügung, die ist da, um in Notsituationen darauf zurückgreifen zu können. Du kannst dir das so vorstellen, als hättest du so richtig schöne Ersparnisse auf der Bank, so ein richtig schönes Polster, auf das du im Notfall zurückgreifen kannst. Was für ein gutes, sicheres Gefühl, so abgesichert zu sein. Nur, dass wir eben heute nicht nur im Notfall darauf zurückgreifen, also auf die Energiereserven, die unser Überlebenssystem beinhaltet. Dieses System wird aufgrund des Drucks des modernen Lebens, dieser Lebensweise, in der wir alle drin sind und mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen, dass dieses System eben ständig aktiviert ist und wir bildlich gesprochen ganz viel abheben, also sozusagen per Dauerauftrag da unser Ersparnis leerer und leerer und leerer werden lassen, bis das Konto irgendwann leer ist. Und so ist das eben auch mit dieser Energie, die in extremen Situationen abgerufen werden darf, die wird irgendwie kontinuierlich sukzessive angezapft und das Cortisol, das Stresshormon, wird ständig ausgelöst und ausgeschüttet, sodass sich viele von uns in einem ständigen Zustand von Fight, Flight oder Freeze befinden und das hat eben sich zu einem automatischen Reaktionsmuster entwickelt. Wir haben die Gewohnheit der Angst entwickelt. Es ist also nicht deine Schuld, wenn du mit Panik, mit Angst zu tun hast. Es ist eine Lebensweise, die ganz viele von uns kennen, die so eine ständige Unruhe, eine ständige subtile Angst oder sogar Panikattacken in uns auslösen. Wir leben einfach so und unser System reagiert darauf. Würden wir von unseren Kindern erwarten, dass sie nach so 4-5 Stunden unruhiger Nacht aufwachen und wir ihnen dann vergessen, das Frühstück zu geben und wir sie morgens direkt zur Schule schicken, in der Hoffnung, dass sie vielleicht zwischendurch nochmal Zeit haben, in ein Pausenbrot zu beißen, vielleicht indem sie kurz ihre Schularbeiten unterbrechen und dies noch erledigen und hier den Hunger unterdrücken und dort die Ruhepause einfach übergehen. Viele von uns gehen so mit sich selbst um. Das würden wir einem Kind natürlich nicht zumuten und doch gehen viele von uns so mit sich selbst um und wundern sich, warum sie erschöpft sind und müde sind und gar nicht mehr klar denken können. Aber wenn wir uns das bewusst machen, fällt uns auch auf, dass wir viel mehr Kontrolle über unser Wohlsein haben, als uns das vielleicht in dem Moment vorkommt. Wir haben viel mehr Kontrolle darüber, uns wieder besser und ja gut zu fühlen. Wir haben Autorität darüber, Ängste zu lindern, indem wir Dinge praktizieren, die uns Raum zum Entspannen geben. Wir haben Autorität darüber, gute Gedanken und gute Worte zu uns zu sprechen. Und wir haben Autorität darüber, uns darauf zu konzentrieren, ruhig und zuversichtlich zu sein. Wir haben ganz viel Handlungsmacht, wenn es um unser Wohlsein geht. Und unser Körper ist gut gerüstet, um Stress in kleinen Dosen zu bewältigen. Das ist so vorgesehen von der Natur. Aber wenn dieser Stress eben langfristig und chronisch wird, kann er ganz ernsthafte Auswirkungen auf unseren Körper und auf unsere Lebenssituation haben. Stress wird mit einer Veränderung der Darmbakterien in Verbindung gebracht, was dann wiederum auch unsere Stimmung beeinflusst. Stress kann sich auf die Menstruation auswirken. Ganz häufig jonglieren wir im Laufe unseres Lebens mit persönlichen, familiären, beruflichen, finanziellen und vielen, vielen Anforderungen mehr. Stress hat Einfluss auf unser Lustempfinden, kann unsere Fortpflanzungspläne torpedieren, kann sowieso schon schwierige Lebenssituationen noch unangenehmer machen, Stichwort Menopause. Stress tut uns einfach nicht gut. Und deshalb nochmal für alle, die sich heute in dieser Folge angesprochen gefühlt haben, ich lade euch herzlich ein oder fast sogar eindringlich ein zu meinem Gruppenkurs hier in Köln, der bald beginnt, am 26. Mai, am Freitagabend starten wir, um dem Körper zu zeigen, wie er Belastung, Druck, Spannung, Unwohlsein loslassen kann. Früher habe ich gedacht, wenn auch ich war in dieser Situation, Panikattacken zu erleben. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt ganz lange daran arbeiten, um irgendwie entspannter oder sicherer und belastbarer zu werden. Und dann habe ich eben TRE kennengelernt und habe von der organischsten und natürlichsten Stressreduzierung des Körpers erfahren, die genau hier in jedem von uns, in unserem autonomen Nervensystem für jeden von uns zugänglich existiert.
Und es wird uns einfach eine neue Möglichkeit geboten, uns und unseren Körper vor allen Dingen in einem sicheren, gehaltenen, geschützten Raum zu erleben und unser Stresslevel zu senken und zu entspannen. Auch damit wir wieder geduldiger mit uns selbst sein können, auch damit wir zu einem neuen Verständnis, zu einem neuen Selbstverständnis, zu neuen Gedanken und Worten über uns fähig sind, weil wir uns eben nicht mehr so angespannt und überreizt fühlen. Also, es gibt noch freie Plätze, sei dabei. Ich freue mich sehr auf dich. Worte, so haben wir heute gelernt, haben einen großen Einfluss auf uns, auf unser Empfinden und offensichtlich sogar auf unsere Struktur oder das, was aus dem wir bestehen. Sie können uns krank und schwer fühlen lassen und uns dunkel machen. Worte können uns aber auch aufhellen und strahlen lassen und uns energiegeladen machen, weil Worte uns durchdringen und berühren. Worte können also auffüllen, sie können uns schützen, sie können uns Energie geben und uns heilen. Und wir wissen das, wir erleben es intuitiv, wenn uns jemand ein liebes Wort, eine Aufmerksamkeit, eine schöne Nachricht mitgibt oder wenn jemand uns seine Liebe mitteilt, wie sich das in uns anfühlt, wie sich unsere Struktur dadurch verändert. Viele kennen das Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Worte erschaffen Welten, weil das Universum immer zuhört und das tun auch deine Zellen und deine Psyche und deine Kinder und dein Partner und dein Team. Also nutze deine Klangkraft, um das zu erschaffen, was du wirklich willst. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Fühlen, fürs Weitersagen und ich freue mich, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Hat dir diese Folge weitergeholfen? Kennst du vielleicht jemanden, der auch davon profitieren könnte? Dann teile sehr gerne, was für dich hilfreich war. Teile diese Folge. Wir alle sitzen im selben Boot. Und wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen. Das ist mein monatliches Coaching-Programm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel. Wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten. Besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.carlajohannascheffer.com/Einzelcoaching. Ich freue mich, mit dir in dieses neue Jahr zu gehen. Wir sehen uns dort.